Hosea fragte, wie benutzt man den Dativ? Und wirklich, wie? Wir benutzen den Dativ nach Präpositionen und nach Verben. Es gibt reine Dativpräpositionen, das sind diejenigen, die man immer und in jeder Situation mit dem Dativ gebraucht. Und es gibt Wechselpräpositionen. Diese benutzt man mit dem Dativ oder Akkusativ je nach Situation. Auch bei Verben haben wir welche, die man nur mit einem Dativobjekt benutzt und auch solche, die zwei Objekte brauchen, eins im Dativ und eins im Akkusativ. Außerdem gibt es Verben, die man mit einer Präposition und einem Dativobjekt gebraucht. Na, alles klar? Nein? Dann eins nach dem anderen. Fangen wir mit den Dativpräpositionen an. Die wichtigsten Dativpräpositionen sind ab, mit, nach, aus, von, zu, bei, seit, außer, entgegen, gegenüber. Dazu einige Beispiele. Der Dativ ist in den Beispielen blau markiert. Ab. Ab dem 1. Mai. Die Fahrkarte gilt ab dem 1. Mai. Mit. Mit dem Bus. Klaus fährt mit dem Bus zur Arbeit. Nach. Nach der Schule. Nach der Schule haben die Kinder Karate. Aus. Aus einer Stadt. Wir beide kommen aus einer Stadt. Von. Von der Arbeit. Ich hole dich von der Arbeit ab. Zu. Zum Schluss oder zu dem Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Bei. Beim Arzt oder bei dem Arzt. Anita ist beim Arzt. Seit. Seit einem Monat. Ich wohne hier seit einem Monat. Außer. Außer dir. Außer dir waren alle da. Entgegen. Entgegen ihren Erwartungen. Entgegen ihren Erwartungen kam er pünktlich. Gegenüber. Mir gegenüber. Ursula sitzt mir gegenüber. Außerdem gibt es noch folgende Dativpräpositionen, die man seltener benutzt. Dank, entsprechend, gemäß, nebst, samt, zufolge und laut. Dazu auch einige Beispiele. Ich schaffte die Prüfung nur dank deiner Hilfe. Das Haus wurde entsprechend meinen Wünschen oder gemäß meinen Wünschen umgebaut. Katharina verkaufte ihren Bauernhof samt Stall und Scheune oder nebst Stall und Scheune. Dem Vertrag zufolge oder laut Vertrag endet das Arbeitsverhältnis am 31.05.2017. Kommen wir nun zu den Wechselpräpositionen. Es gibt insgesamt 9. An, auf, in, neben, unter, über, vor, hinter und zwischen. Sie haben lokale Bedeutung, das heißt, sie bezeichnen einen Ort. Nach der Frage wohin benutzt man diese Präpositionen mit dem Akkusativ und nach der Frage wo mit dem Dativ. Die Präpositionen wechseln zwischen Dativ und Akkusativ, daher der Name Wechselpräpositionen. Heute sprechen wir aber nur über den Dativ, also die Beispiele. Wo ist die Katze? Am Kühlschrank, auf dem Kühlschrank, im Kühlschrank, neben dem Kühlschrank, unter dem Hocker, über dem Hocker, vor dem Kühlschrank, hinter dem Kühlschrank, zwischen den Hockern. Mit Präpositionen sind wir fertig. Kommen wir nun zu Verben. Zuerst zu den Verben mit einem Dativobjekt. Auf Deutsch sagt man, das Verb regiert. Das heißt, das Verb bestimmt, in welchem Kasus das Substantiv gesetzt wird. Dativ. Hier sind einige
Verben, die Dativ regieren, mit ihren Beispielen. Helfen. Ich helfe dir gern. Danken. Wir danken Ihnen herzlich für die Einladung. Gehören. Das Auto gehört der Nachbarin. Gratulieren. Wir gratulieren dir herzlich zum Geburtstag. Vertrauen. Der Chef vertraut seinen Mitarbeitern nicht. Es gibt auch Verben, die zweimal regieren. Sie regieren Dativ und Akkusativ. Das heißt, sie haben zwei Objekte, eins im Dativ und eins im Akkusativ. Dativ. Akkusativ. Hier sind auch verbreitete Verben dieser Art mit Beispielen. Blau ist der Dativ markiert und rot der Akkusativ. Bringen. Bring mir bitte ein Glas Wasser. Empfehlen. Der Kellner hat uns einen guten Wein empfohlen. Geben. Er gab mir die Hand. Schenken. Freunde haben Thomas eine Kamera geschenkt. Schicken. Ich habe meinem Sohn eine Geburtstagskarte geschickt. Und nun zum letzten Kapitel unserer heutigen Lektion. Verben, die mit einer Präposition gebraucht werden. Man kann sagen, diese Verben brauchen eine Präposition, um zu regieren. Dativ. Und auch noch einige Beispiele dazu. Anfangen mit. Fangen wir mit dem Essen an. Sich beschäftigen mit. Thomas beschäftigt sich mit den Kindern. Fragen nach. Elke fragt nach dem Weg. Sich fürchten vor. Kinder fürchten sich oft vor der Dunkelheit. Teilnehmen an. Sabine nimmt an einer Fortbildung teil. Nun fassen wir zusammen. Wir benutzen den Dativ nach Präpositionen und nach Verben. Es gibt reine Dativpräpositionen, das sind diejenigen, die man immer und in jeder Situation mit dem Dativ gebraucht. Und es gibt Wechselpräpositionen. Diese benutzt man mit dem Dativ oder dem Akkusativ je nach Situation. Auch bei Verben haben wir welche, die man nur mit einem Dativobjekt benutzt und solche, die zwei Objekte brauchen. Eins im Dativ und eins im Akkusativ. Außerdem gibt es Verben, die man mit einer Präposition und einem Dativobjekt gebraucht. Das war's. Noch Fragen? Dann frag Amalia.